Okay, ich komme doch rein. Jetzt werde ich wohl nie wissen, was im Paket... im Paketschalter passiert ist. Jetzt ärgere ich mich wieder. Wird gespeichert. Vielleicht gibt es immer mehrere Versionen. Ach, guck mal, der Hase! Der Hase aus Gods Basement. Er verfolgt mich einfach. Edelweiß. So wie ein Samen erwachsen auch wir unter der Erde. Wir gedeihen im fruchtbarsten Boden. Wir sprießen hervor und erblühen im schönen Sommer. Gleich einem Edelweiß im Juli. Ein zierliches Edelweiß. Mein kleines Edelweiß. Wunderschön. Edel und weiß. Ich glaube, das lernen wir, das üben wir nochmal. Gedichte schreiben. Tja. Jetzt ärgere ich mich wirklich, dass ich nicht den Paketeingang gegangen bin. Aber vielleicht finden wir den ja von hier nochmal irgendwo. Was war das? Na, die Gäste wurden anscheinend prunkvoll begrüßt. Was steht hier noch? Wir warten, die Natur wächst. Ah. Vergiss Berlin nicht. Vielleicht haben die sich hierhin verzogen, weil sie die Welt zerbombt haben. Und die Eliten haben sich zurückgezogen und warten, bis alles wieder wächst. Damit sie wieder an die Oberfläche können. Krass. Ah, Scheiß. Aber wer könnte noch hier sein? Ah ja. Noch ein Mutterkreuz. Papiere. Okay. Haben wir mitgenommen. Und ein Brief. Einladungsschreiben. Geehrte Ilse Schmidt, wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass Sie dank Ihrer außergewöhnlichen Leistung im Bereich der Mutterschaft eingeladen wurden, der Gesellschaft beizutreten. Sie werden gemeinsam mit anderen Trägerinnen des Ehrenkreuzes der Deutschen Mutter, anerkannt vom Bund Deutscher Mädel der Gesellschaft, am 19. Mai 1960 planmäßig beitreten. Bitte führen Sie Ihren Ausweis mit sich, da dieser Brief allein keine gültige Eintrittsberechtigung darstellt. Beachten Sie außerdem die offizielle Packliste des Rassen- und Siedlungshauptamtes der SS. Okay. Wahrscheinlich brauchen wir den Pass, um irgendwo weiterzukommen. Aber so zerfallen, wie das hier aussieht, muss das doch länger als... Also muss jetzt ein anderes Jahr als 1960 sein. Müsste jetzt eigentlich schon Jahre später... Ich höre mal was, ey. Jahre später sein. Ich schätze, vielleicht müssen wir auch wieder zurück, um in diesen Packbereich zu kommen. Ich weiß es nicht. Ticketschalter. Partisanen gleich Gefahr. Finzelfahrzeuge halt. Waffenbereit halten. Achso, ja, immer das gleiche. Sind wir hier? Ein kleiner Panzer. Okay. Kindersachen. Ich schätze, hier muss ich den Pass stempeln, wa? Zack. Oh, zack. Das
funktioniert noch. Alles klar. Gestempelt. Dass jetzt alles so richtig war. Stempelmaschine ist scheinbar egal. Mal sehen. Anweisung zur Aufnahme. Um in die Gesellschaft aufgenommen werden zu können, folgen Sie bitte den folgenden Anweisungen. Halten Sie Ihre Ausweise bereit. Oder Ihren Ausweis bereit. Stellen Sie sich nacheinander in einer Reihe vor dem Fenster auf. Händigen Sie dem Beamten Ihren Ausweis aus, damit dieser Ihren Ausweis stempeln kann. Nehmen Sie Ihren gestempelten Ausweis wieder an sich und begeben Sie sich ruhig und geordnet zum Eingang. Lassen Sie Ihren gestempelten Ausweis beim Eingang am Bedienfeld erfassen. Ihr gestempelter Ausweis ist Ihre Eintrittsberechtigung in die Gesellschaft. So kommen wir also rein. Deutsche Reichsbahn. Ja, wenn du Züge magst, ne, dann wird dir das sicherlich gefallen. Oberkommando der Wehrmacht. Okay, hier gibt es noch ein paar Kofferchen zum Auspacken. Noch ein Ausweis. Scheinbar liegen hier viele Ausweise rum. Aber den haben wir jetzt schon. Deswegen, denke ich mal, reicht einer. Packliste. Ein Gepäckstück pro Person. Ausweis, Volkshandbuch, Zahnbürste, Stück Seife, Hose, eine mit Seilheitsgürtel, weißes oder blaues Hemd, weiß 1, Jacke keine, Unterwäsche 2 Sätze, Socken 2 Paar. Ein persönlicher Gegenstand, Füllfederhalter, nicht größer als 10x10x7,5. Muss im Ankunftsraum auf Ebene 1 des Bunkers gestempelt werden, also der Ausweis. Nicht erlaubt in der Gesellschaft sind Nahrungsmittel einschließlich Brot, Kuchen, Gebäck, Schokolade und/oder Konfekt, Bienenwachs, Tiere, Medikamente und andere Substanzen, Pflanzen einschließlich Blumen oder Saatgut, Waffen, versteckte Klinge, Messer, Dolche und so weiter. Und so weiter. Gott, das ist einfach so beeindruckend alles. Sieht halt einfach so genial aus. Okay, das scheint der Eingang zu sein. Guck mal, was hier noch liegt. Ein weiterer Brief. Wird wieder ein Vorlesesimulator hier. Regeln und Vorschriften für Kolonisten. Änderungen sind Zivil- und Militärbehörden bei akuter Gefahr vorbehalten. Kolonisten müssen bei Aufnahme sämtliche bisher vernachlässigte Impfungen enthalten. Pocken, Cholera, Tuberkulose, Flecken, Keuchhusten, Diphtherie, Kinderlähmung, Masern, Pest und Corona. Eifrig arbeiten und denen helfen, die Hilfe benötigen. Sich in ihrem Berufsfeld weiterbilden, das für den Aufbau einer Gesellschaft nach Verlass des Bunkers relevant ist. Auf die Gesundheit achten, körperliche Ertüchtigung, kein Genuss von Tabak oder Alkohol, regelmäßige ärztliche Untersuchungen. Fünftens, die Beamte über sämtliche Regelwidrigkeiten, Versuche der Wehrkraftzersetzung sowie über verdächtige Verhaltensweise anderer Kolonisten informieren. Den Kommandanten Vorschläge zur Verbesserung der Kolonie melden. Sich innerhalb der freigegebenen Bereiche aufhalten, die insgesamt 90% der kolonisierten Fläche ausmachen. Betreten der Sperrgebiete ohne Erlaubnis wird mit dem Tod bestraft. Das ist eindeutig. Endloser Lebensraum. Endloser. Oh, eine Pfeife. Nice. Ich glaube, mit diesen Gegenständen können wir nicht wirklich interagieren. Wir können sie nur angucken, aber vielleicht erfahren wir da so ein paar mehr Informationen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir über die Paketbahn auch hier irgendwie reingekommen wären. Aber machen wir es halt mit dem Ausweis. Ich hoffe, es funktioniert noch. Mein Glück. Errungenschaft freigeschaltet, Übermensch. Okay. Alles klar. Wir sind privilegiert und dürfen hier rein. Ein Glück schließt das Tor nicht. Psst. Okay, was soll ich jetzt hier? Was soll ich in Eden?
hier in dieser dunklen Ecke wäre was Wichtiges. Will da hinten noch gucken. Bin mir sicher, wir kommen noch zu diesem Paketschalterband, Schrägstrich, was auch immer. Doch erst mal lesen. Willkommen an alle Neuzugänge. Willkommen in der Gesellschaft. Sie befinden sich im Ankunftsraum. Der höhere Luftdruck könnte zu leichtem Unwohlsein führen. Seien Sie deshalb nicht besorgt. Ihr Körper wird sich innerhalb kürzester Zeit an die neue Umgebung gewöhnt haben. Der Aufenthalt in der Gesellschaft garantiert Ihnen Sicherheit, Fortschritt sowie Schutz vor jeglichen Gewaltverbrechen. Sie wurden vom Rasse- und Siedlungshauptamt ausgewählt, um das tausendjährige Reich fortzuführen, fern von den schädlichen Einflüssen der Außenwelt. Hier werden die Leiden der körperlich und seelisch Schwachen nicht an kommenden Generationen weitergegeben. Wir befinden uns tief unter der Erde, denn eins haben wir aus der Geschichte gelernt. Abgeschiedenheit schafft zweifellos die besten Voraussetzungen für eine starke Gesellschaft. Yes. Aria Wunderland hier. Der Staub. Der Staub der Jahrhunderte. Okay, ja, ich guck mal eben hier. Und dennoch haben die Leute alles hier liegen gelassen. Aus welchem Grund auch immer. So, ich geh nochmal in den Ecken gucken. Ich will noch mehr zu lesen finden. Zusammenpacken. Oder zusammenpacken. Okay, hier gibt's nichts mehr. Ich bin mir nicht sicher, ob wir einfach nur reinzoomen mit der Shift-Taste oder ob wir schneller laufen. Aber ich befürchte, wir zoomen einfach nur rein. Hatten wir den schon? An alle Beamten des Rusha, ich bin erbost. Man hat mich während eines Eingriffs auf den Feind von der Front abgezogen, damit ich mich unter der Erde verstecke wie ein Feigling. Ich sollte einzig und allein dem Schutz einiger hochrangiger Würdenträger dienen, die eventuell in diesem Bunker eintreffen. Ich hatte diesen Angriff bereits seit Wochen geplant und man versagte mir, seinen Erfolg zu gewährleisten. Man sagte mir, schon bald wird es keine Front mehr geben und sie sollten dies als Ehre betrachten. Welch Dreistigkeit. Ich beantrage mit sofortiger Wirkung eine Rückversetzung auf meinen früheren Posten. Heil dem Führer, Oberleutnant Hugo Dietrich. Der Dietrich hat keinen Bock, hier zu gedeihen. In der Abgeschottenheit. Okay. Gibt's hier auch noch was zu lesen? Viele Infos. Willkommen in der Gesellschaft. Das war das Tor. Das hatten wir schon. Jetzt noch in diese dunkle Ecke und dann haben wir es geschafft und dürfen endlich in den Fahrstuhl. Aber da liegen auch noch Briefe. Ich sehe sie schon von hier. Modezeitung. Aha. Okay. Lebensraum in Eden. Wir haben es kapiert. Schöne Dame. Mal sehen. Wahrscheinlich geht es jetzt noch tiefer rein. Ah, Ebene 4. Da wollen wir doch hin. Aufzug im Brandfall nicht benutzen. Das brennt ja nicht. Wird schon schief gehen. Zorn. Errungenschaft freigeschaltet. Nein. Erste Stufe. Hä? Oh. Wie auch immer haben wir es wohl geschafft. Raketen.
gespeichert. Okay, was haben wir denn hier? Werthalle, Wehrmachtsabteilungen, Verwaltung. 02. Ausstellungsraum. Arbeitsraum und Rezeption. Na, mal sehen. Das sind irgendwie sehr düstere Bilder. Ich weiß. Hier piepst was. Hier irgendwo? Doch dahin bei den Telefonen. Ah, hier. Okay. Jetzt, wo das Gepiepse aufgehört hat, lesen wir erstmal. Das haben wir schon so lange nicht gemacht. Richtlinie für Operation Untertauchen. Nur für den Führer bestimmt. Berlin 1949. Da die UdSSR noch immer frei feindlich gegenübersteht und niemand mit Gewissheit sagen kann, wie lange die USA ihre Neutralität wahren werden, müssen unsere Prioritäten darin liegen, die Produktion von Atomwaffen stark zu erhöhen, eine Methode zu entwickeln, besagte Waffen über große Entfernungen hinweg einsetzen zu können. Sollten wir bei einem dieser Punkte und somit bei der Vernichtung unserer Feinde versagen, müssen wir uns auf Plan B vorbereiten. Dieser lautet, den Feind vorübergehend mit allen verfügbaren Atomwaffen kampfunfähig zu machen, dem Volk Schutz zu gewähren und es auf den letzten Kampf vorzubereiten. Die Kernelemente sind wie folgt. Erstens, die Arbeit am Programm Quelle der Intelligenz so schnell wie möglich zu Ende führen. Zweitens, ein Netzwerk strahlensicherer Bunker errichten, um Bewohnern mindestens 15 Jahre Schutz zu bieten. Drittens, eine taktische Atomwaffe entwickeln. Viertens, Pläne zur Evakuierung der wichtigsten Teile der Gesellschaft vorbereiten. Fünftens, sobald der Feind in das Reich vordringt, sollen eben diese Bürger die Bunker beziehen. Das war dann wohl jetzt soweit. Sechstens, der Feind soll mit allen verfügbaren Atomwaffen angegriffen werden, wodurch er vorübergehend kampfunfähig gemacht und die Umgebung durch die Strahlung gesichert wird. Siebtens, Aufbau einer militärischen Gesellschaft in den Bunkern, um hochmoderne Waffen zu entwickeln und zu produzieren. Achtens, Rückkehr an die Oberfläche, um den Feind ein für alle Mal zu besiegen. Okay, sah wohl auch in dieser Parallelwelt dann doch nicht so gut aus. Ist dann aber noch beschissener geendet, für alle Menschen scheinbar. Okay, da hinten war auch noch ein Brief. Sehnsucht immer voraus. Schaut immer voraus. Bleibt immer wachsam. Ja. Ich glaube, wir müssen diese Propaganda-Dinger nicht unbedingt lesen. Deutsches Kreuz in Gold. Im Namen des Führers und obersten Befehlshaber der Deutschen, der Wehrmacht. Zertifikat. Klaus Fischer. Klaus Fischer, Doktorin der gesamten Heilkunde. Klaus ist Doktorin. Okay. Im Namen des Führers und obersten Befehlshaber der Wehrmacht. Deutsches Kreuz in Gold. Da hat hier wohl einer sich ordentlich nach oben gevögelt, hä? Scheiße, ey. Okay, was haben wir hier? Ein Bild? Ein umgedrehtes Bild. Ich meine, ich finde es auch gut, etwas über die Schicksale der Personen, die das Ganze angeleiert haben, hier rauszufinden. Ob sie es vielleicht bereut haben, ob sie es erkannt haben. Mal sehen. Arbeitsraum, Sitzungssaal des Staatsrats und Ausstellungsraum. Ich werde noch Altdeutschmeister hier, wenn ich das Spiel durch habe. Okay, ja, piep, piep. Wir haben uns alle lieb hier. Okay,
Okay, Atomraketen haben sie scheinbar noch gebaut. Deswegen, ich fühle mich gerade sehr unwohl zwischen diesen ganzen Atomraketen da vorne. Aber die Technologie war in der Tat fortgeschritten, so wie es aussieht. Weil dieses Gequietsche hier. OZ-Behälter. Verbrauch, Vorstufe, Wartezeit 150 Kilo. Baupläne für die Rakete. Oh, hier haben wir doch was. Transkript eines aufgenommenen Gesprächs zwischen Oberdienstleiter Max Pfeiffer und Günther Ludwig, dem Direktor des GG-Kommissariats. Abschnitt Krakau. MP, was in drei Teufels Namen geht bei Ihnen vor sich? Ich habe noch immer keinen Dinkel. Wenn Sie glauben, dass ich bis zur Ernte warte, dann lassen Sie mich das augenblicklich klarstellen. Das werde ich nicht. GL, auf einmal haben alle ihren Verstand wegen dieses verdammten Getreides verloren. 30 Mal am Tag rufen Sie aus dem Vaterland an, aus den böhmischen und näherischen Schutzgebieten, ja selbst aus Frankreich. Allesamt reden nur noch von diesem elenden Weizen. Jahrhundertelang haben es ganze Generationen ohne dieses Zeug geschafft. Da hat sich auch keiner beschwert. MP, ich beschwere mich nicht, aber ich habe den Befehl, sicherzustellen, dass die Lieferung abgeschlossen wird. GL, ich kann es mir auch nicht einfach aus den Rippen schneiden. Denken Sie, ich hätte nicht schon überall nach Reserve gesucht? Schreiben Sie eine Beschwerde an das Ministerium für Landwirtschaft. Ein weiterer Tag in der Hölle. Da brummt was links. Die Rakete angucken. Wobei mir nicht so ganz klar ist, wo wir hier überhaupt sind. Normalerweise würde man noch denken, wir sind in Ebene 1. Ja, wir müssen natürlich nach Ebene 4 eigentlich, ne? Das ist der Ort, wo wir hinwollen. Und definitiv war unsere Mutter schon mal hier, mit jemand anderem. Hier gibt es nichts zu lesen. Wird gespeichert. Wow. Riesige Fernseher hier, ne? Okay, das ist in der Tat creepy. Das ist in der Tat creepy. Ich schätze mal, das sind echte Propagandaplakate hier. Die haben sie sich nicht ausgedacht. Da haben wir noch was. Dankesrede von Professor Kurt Hartmann zum Anlass der Preisverleihung im Rahmen des 25. Jubiläums des Dritten Reiches am 30.01.1953. Mit wirklich außerordentlichem Erfolg haben wir einen Universalrechner entwickelt, dessen Leistung mindestens 50.000 Mal höher ist als die des ENIAC, der Amerikaner. Seine Bauweise setzt hochmoderne Technologie in der neuronalen Kommunikation im Hippocampus ein, die durch schwache elektrische Impulse und durch die Aktivierung von normalerweise nicht genutzten Arealen des Gehirns aufrechterhalten wird. Durch die BDIN-Oberfläche kann dieser Rechner gleichzeitig Informationen verarbeiten und speichern, während er diese für weitere Prozesse zur Verfügung stellt. Wir gehen von einem Betriebszeitraum von ungefähr 4 Jahren aus. Danach wird die Rechenleistung abnehmen und kann unter Umständen die Stabilität des Systems gefährden. Was zum Teufel haben die hier gebaut? Ein Rechner, der mit dem Gehirn verbunden ist? Haben die sich das alle reingeknallt? Sind nach 4 Jahren doof geworden?
also noch döver. Rechner hat nicht funktioniert. Kein Hirn vorhanden. Okay. Also sieht ja wirklich klasse aus. Sehr stimmig, auch mit dem Licht und allem. Ich bin so richtig drin in dieser Welt. Ich will diesen Scheißbunker erkunden. Und dann hört man plötzlich Geräusche aus dem Hintergrund und fühlt sich gar nicht mehr so allein. Die Welt, wie wir sie kennen. Alles ist Deutschland. Okay, ein kleines Museum. Scheinbar werden wir ja auch erkannt von diesem Bunker. Ja, die Kamera hat uns erfasst und daraufhin ging die Tür auf. Das finde ich schon komisch. Oh, das müsste Werner von Braun sein, oder? Da oben der. Kann das sein? Das kommt mir irgendwie bekannt vor hier. Würde zumindest in die Raketenthematik passen. Das scheint ein Modell von Eden zu sein. Gebäudekomplex. Waffenmodell. Massenmodell. Alles klar. Huh? Ja, ist schon merkwürdig, ne? Ich weiß auch nicht. Ist das dieser Computer? Raketentriebwerk. Präsentationsmodell. Das ist ein Verdienstkreuz, wie es scheint. So ein Kriegsabzeichen, das kenne ich. Mit den zwei Schwertern. Kriegsverdienstkreuz oder so. Mutterkreuz. Noch mehr Kreuze. Oh, was haben wir hier? Wie komme ich denn in das Buch dran? Ich will das Buch. Da. Muss schon in der richtigen Ecke stehen. Geschichte der, keine Ahnung was. Das ist aber mit dem Doppeladler, das müsste Österreich-Ungarn sein, wenn ich mich erinnere. Zumindest erinnert mich das daran. Okay. Sonst gibt es hier nichts, nicht wahr? Nur staubige Dokumente. Was zum Teufel geht hier vor sich? Muss ich jetzt die Rede halten? Wird gespeichert. Ich gucke sofort. Hallo? Ich brauche Hilfe. Ich weiß, dass du da irgendwo bist. Ah! 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 Yikes, that was loud. What? Ah. Who's there? Hey, kid, calm down. There's no need to get upset. I'm not a kid. What do you want? Who says I want anything? You're the one that yelled. My ears are still ringing. Who are you? I came here to look for things to scavenge, just like you. I mean, that's why you are here, right? Oh, you can tell me. Ich suche nach jemanden. No. I'm looking for someone. I haven't seen anyone else here. But hey, I can help you with that. I'm in some sort of control center, so I've got a pretty good view of things. Ah. There are cameras, switches, and whatnot in here.
I could help you find whoever it is you're looking for. What do you say? Woher weiß ich, dass ich dir vertrauen kann? Was verlangst du dafür? How can I trust you? I don't know, just trust me. Somehow I got myself locked in here. So I just need you to find the control room and get me out. You help me and I help you. That is called a quid pro quo. Quid pro quo. Das habe ich nicht gewusst. I know what it's called. Alright, alright. So, will you help me? Would you kindly, ne? Ja, in Ordnung, ich helfe dir. I will help you. Tell me how. So, I have this map and I think I figured it out. We are on level 2. Should be minus 2 if you ask me. Anyway, the room you're in is connected to a warehouse that leads to the forge. And that's where the control room should be. And that's where you are. That's right. Just come here and get me out before I completely lose my mind. Yeah. Oh, as a gesture of goodwill, I'll even open the door for you. Voila! So, I guess I should get going. Yep. Be careful out there. Did you want to say something? Du wirst mir doch nicht wehtun, oder? You won't hurt me, right? I wasn't planning to, but now you mention it. Kidding. Okay. I'm not going anywhere, so if you see a microphone, you can say hi. Or whatever. Vielleicht. Ah! Okay. Alles klar. Ich weiß nicht, ob ich mich hier so... Ich weiß nicht, ob wir dieser Person vertrauen. Es klingt wie ein anderes Kind. Es könnte aber auch eine Frau sein. Ich bin mir nicht sicher. Okay, wie auch immer. Sieht so aus, als ob wir keine andere Wahl hätten.